Am 24. Februar 2010, während der Show Dine with Shamu in SeaWorld in Florida, genossen die Gäste ihr Mittagessen und beobachteten die Trainerin Dawn Branchot bei der Interaktion mit dem Star der Show, Tilikum, dem größten Orca in SeaWorld. Doch dieser schöne Nachmittag sollte eine dunkle Wendung nehmen. To this day, you haven't been able to get the images out of your mind about what happened that day. And can you take us back to what you actually witnessed at the park? I showed up at the pools where Tilikum had taken Dawn into, and it was very chaotic. Dawn stand am Rand des Beckens und rieb Tilikums Kopf als Teil ihrer Routine am Ende der Show. Was dann geschah, wird von den Zeugen unterschiedlich beschrieben. Einige sagen, Tilikum habe sie an ihrem Pferdeschwanz gepackt. Andere behaupten, es sei ihr Arm oder ihre Schulter gewesen. Was auch immer es war, im Bruchteil einer Sekunde war Dawn verschwunden. Das riesige Säugetier hatte sie in den Pool gezogen. Die Zuschauer sahen entsetzt zu, unfähig, die Tragödie zu begreifen, die sich vor ihren Augen abspielte. Was folgte, war eine schreckliche Szene, als Tilikum Dawn gewaltsam angriff und sie 45 qualvolle Minuten lang unter Wasser hielt. Warum hat Tilikum zugeschnappt? Warum hielt sich der Wal so lange an Dawns Körper fest? Und was geschah mit dem Filmmaterial von dem Angriff? Um die tragischen Ereignisse dieses Tages zu verstehen, sollten wir einen Schritt zurückgehen und einen Blick auf das Leben und die Karriere von Dawn Branchot werfen. Dawns Liebe zu Meerestieren begann schon in jungen Jahren. Während eines Familienurlaubs in Orlando fasste sie den Entschluss, Shamu-Trainerin zu werden. Sie verfolgte ihren Traum mit großer Leidenschaft und kam schließlich zu SeaWorld, wo sie 15 Jahre lang mit Orcas arbeitete. Dawn widmete sich voll und ganz ihrem Job und hielt sich für die anspruchsvolle Arbeit mit den Orcas unglaublich fit. Sie lief Marathons, fuhr Rad und stemmte Gewichte, um in Topform zu bleiben. Ihre harte Arbeit und ihr Charisma machten sie zum Gesicht der Shamu-Show, die SeaWorld Millionen von Dollar einbrachte. Und obwohl sie ihren Job liebte, war sich Dawn auch der Gefahren bewusst. Sie wies oft auf die Risiken hin, die mit der Arbeit mit Killerwalen verbunden sind. Und die Risiken waren real. Es gab mehr als 40 dokumentierte Sicherheitsvorfälle, an denen Trainer und Orcas bei SeaWorld und anderen Parks beteiligt waren. Es sollte also nicht überraschen, dass dies nicht Tilikums erstes Vergehen war. Dawn war bereits sein drittes Opfer. Tilikums Geschichte ist eine Geschichte der Tragödie und Vernachlässigung. Im Alter von nur 2 Jahren wurde er seiner Mutter in den wilden isländischen Gewässern weggenommen und in einen Park namens Sealand of the Pacific in Victoria, Kanada gebracht. Sein Name Tilikum bedeutet Freund auf Chinook, aber sein Leben war alles andere als freundlich. In Sealand war Tilikum harten und unmenschlichen Bedingungen ausgesetzt. Als Trainingsmaßnahme wurde ihm oft das Essen vorenthalten. Außerdem wurde er regelmäßig von 2 weiblichen Orcas, mit denen er sich ein Becken teilte, angegriffen und gebissen. 8 Shows am Tag, 7 Tage die Woche aufzuführen, forderte seinen Tribut von ihm. Tierexperten hatten schon lange davor gewarnt, dass Tilikums aggressive Tendenzen, die durch jahrelange Misshandlung und Stress noch verstärkt wurden, ihn zu einer tickenden Zeitbombe machten. Und zu allem Überfluss war Tilikum ein transienter Wal, eine Art, die für ihr aggressives Jagdverhalten bekannt ist. Durchreisende Orcas sind verstohlen und lauern ihrer Beute, vor allem Meeressäugern, auf. Nach Jahren dieses unermüdlichen Auftrittsprogramms sollte Tilikum bald zum ersten Mal Blut schmecken. Die Aggression des Orcas wurde erstmals im Jahr 1991 tödlich. Die 21-jährige Meeresbiologiestudentin, die bei Sealand arbeitete, rutschte aus und stürzte ins Becken. Sie versuchte, nach Luft zu schnappen, aber Tilikum zerrte sie 2-mal auf den Grund des Beckens, wo er und andere Orcas sie bissen und festhielten, bis sie ertrank. Einigen Zeugen zufolge packte Tilikum Kelly, während die beiden anderen Orcas die Mitarbeiter des Parks daran hinderten, ihr zu helfen. Dieser schockierende Vorfall führte einige Monate später zur Schließung von Sealand. Tilikum wurde im Jahr 1992 zu SeaWorld in Orlando, Florida gebracht. 7 Jahre später forderte der Killerwal sein 2. Opfer. Sheriff deputies have identified the 27-year-old man found dead in a killer whale's tank at SeaWorld.
The victim is Daniel P. Dukes from South Carolina. Am 6. Januar 1999 gelang es Daniel Dukes, einem Obdachlosen, sich nachts in SeaWorld einzuschleichen und in Tilikums Becken zu steigen. Am nächsten Morgen fand man Dukes Leiche über Tilikums Rücken drapiert. Sein Körper war schwer verstümmelt, obwohl SeaWorld behauptete, er sei ertrunken. Der Vorfall warf ernste Fragen über die Sicherheit und die Ethik der Haltung solch mächtiger und intelligenter Tiere in Gefangenschaft auf. Tierschützer wiesen darauf hin, dass die Bedingungen, unter denen Tilikum gehalten wurde, ein wichtiger Faktor für seine Aggression waren. Die Ausbilder erlaubten anderen Walen oft, Tilikum so lange anzugreifen, bis er blutete, und er wurde über lange Zeiträume in Isolation gehalten. Der Meeressäugerausbilder Rick O'Berry vermutete, dass Tilikums gewalttätiges Verhalten eine Folge von extremer Langeweile und Frustration war und verglich seine Gefangenschaft mit der eines Menschen, der sein ganzes Leben lang in einem Badezimmer lebt. Und das bringt uns zurück zu Don Brancho, die die Tiere immer mit Liebe und Respekt behandelt hat. Trotz Tilikums schwieriger Vergangenheit baute Don Brancho eine starke Bindung zu ihm auf. Einige Ausbilder glaubten, dass Tilikum Don liebte, was den Angriff auf sie noch schockierender machte. An jenem schicksalhaften Tag im Februar 2010 wurde Dons routinemäßiger Umgang mit Tilikum tödlich. Nachdem er sie ins Wasser gezogen hatte, schlug Tilikum mit ihr um sich und fügte ihr schwere Verletzungen zu. Niemand weiß mit Sicherheit, warum Tilikum so lange unter Wasser an Dons Körper festhielt. Da Orcas unglaublich intelligente Tiere sind, handeln sie sehr überlegt. Manche glauben, dass es ein verzweifelter Versuch war, sich zu wehren. Vielleicht waren es die vielen Rangeleien, die ständigen Leistungsanforderungen oder die jahrelangen Misshandlungen, die den Wal schließlich ausrasten ließen. Eine Autopsie ergab, dass Dawn durch Ertrinken und stumpfe Gewalteinwirkung starb. She suffered broken ribs, a broken sternum, dislocated elbow and knee, and abrasions on her upper back. The death of Dawn Brancho is the result of drowning and traumatic injuries. Zunächst behauptete SeaWorld, Dawn sei in das Becken gefallen und es sei ihre Schuld, weil sie in der Nähe von Tilikum einen Pferdeschwanz trug. Ehemalige Ausbilder und Zeugen waren jedoch anderer Meinung. And I got more infuriated when I came home and saw the spokesperson for SeaWorld saying she slipped and fell into the tank, which was not what happened at all. Als Dawn getötet wurde, erhielten die Ermittler und die OSHA, die Occupational Safety and Health Administration, die Videoaufnahmen und Fotos von SeaWorld von dem Vorfall. Nachrichtenorganisationen wollten Zugang zu den Aufzeichnungen, aber Dawns Familie bestand darauf, dass sie aus Respekt nicht veröffentlicht werden. Nach Dawns Tod hat SeaWorld erhebliche Änderungen vorgenommen. Der Vorfall warf ernste Fragen zu den Sicherheitsprotokollen bei SeaWorld und zur Ethik der Haltung von Orcas in Gefangenschaft auf. Es wurde den Ausbildern verboten, mit den Orcas ins Wasser zu gehen, um zukünftige Tragödien zu verhindern. Die OSHA fand heraus, dass dies kein Einzelfall war. In den zwei Jahrzehnten vor Dawns Tod hatte SeaWorld 100 Fälle von Aggression oder Vorstufen von Aggression dokumentiert, von denen 12 zu Verletzungen oder zum Tod von Ausbildern führten. Dons Tod und Tilikums Geschichte wurden zum Mittelpunkt des Dokumentarfilms Blackfish, der die dunkle Seite von SeaWorld und die Gefangenschaft von Orcas aufdeckte. Der Film hatte eine tiefgreifende Wirkung und führte zu einem erheblichen Rückgang der Besucherzahlen und Einnahmen von SeaWorld. Die öffentliche Empörung wuchs und mehrere Musiker sagten aus Protest ihre Auftritte bei SeaWorld ab. 2016 kündigte SeaWorld an, dass sie ihr Killerwal-Zuchtprogramm beenden würden und dass die Orcas, die sich derzeitig in ihrer Obhut befanden, die letzte Generation sein würde. We interact with them day in, day out. We're working together and having a lot of fun as well. Der tragische Tod von Dawn Brancho warf wichtige Fragen zur Ethik der Haltung intelligenter, empfindungsfähiger Wesen wie Orcas in Gefangenschaft auf. Obwohl Tilikums Handlungen schockierend waren, waren sie auch ein Symptom eines viel größeren Problems. Die Beziehungen zwischen Menschen und Wildtieren werden immer gefährlich sein. Und manche Menschen, wie der Krokodiljäger, treiben ihr Glück bis zum Äußersten, bis es eines Tages zu Ende ist. Entdecke die Fakten rund um den Stachelrochenstich, der Steve Irwins Leben beendete. Gleich hier bei Überleben.